Keine Rentenerhöhung. Kommt der Knall 2021? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir hören ja nun täglich vieles zum Thema Rente und es gibt ja auch die ersten Wahrsager und Meinungsmacher, die in den Startlöchern stehen. Sie können sich vielleicht daran erinnern, am 20. März 2020 gab es eine gute Nachricht, die Rentenerhöhung zum 1.7.2020. Jetzt haben wir natürlich die Probleme, dass unsere Wirtschaft eingeschränkt ist und dass viele Leute in der Kurzarbeit sind. Und so teilte unter anderem das Online-Portal Finanzen.net am 5. April 2020 mit, dass die Krisenzeiten auch nicht spurlos an den Rentnern in Deutschland vorbeigehen werden. Wenn die Bruttolohnsumme sinke, und dies steht wohl schon fest für das Jahr 2020, werden die Rentner entweder keine oder nur eine magere Rentenerhöhung im Jahr 2021 bekommen. Wie genau die Unterschiede der Bruttolohnsumme 2020 zu 2019 sind, kann uns Finanzen.net nicht erklären. Kann sie auch nicht. Zurzeit zumindest nicht. Weil die Lohnentwicklung für das Jahr 2020 typischerweise immer am Ende des Jahres diesen Jahres festgelegt wird. Und dann wissen wir es doch alle. Dann haben wir die Daten, die Statistiken und dann sehen wir ganz genau, wie hoch die Löhne gestiegen sind im Jahr 2020. Daher sind solche Mutmaßungen, dass es keine Rentenerhöhung im Jahr 2021 geben könnte, reine Spekulation. Zurzeit absolut reine Spekulation. Und daran sollten wir uns eigentlich nicht beteiligen. Wie sich die aktuelle Wirtschaftskrise auf die Lohnentwicklung im Jahr 2021 auswirken wird, können wir mit Datum 8. April 2020 überhaupt nicht sagen. Am Jahresende wissen wir es ganz genau, gibt es eine Rentenerhöhung im Jahr 2021 oder nicht. Eines kann ich Ihnen versichern. Es gibt niemals aus rechtlichen Gründen eine Rentenkürzung. Wenn überhaupt nur eine Nullrunde und dann natürlich aus wirtschaftlichen Gründen über die Teuerungsrate dann eine möglicherweise verkürzte Rente. Aber rechtlich gesehen gibt es niemals eine Rentenkürzung. Das ist in Deutschland nicht möglich. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.